Notengebung ist ein immer wieder spannendes Thema. Wir wollen mit diesem kleinen Beitrag in 5 Schritten vorgehen. Wie immer der Blick in die Geschichte. Dann diskutieren wir die Funktionen der Note und ob diese überhaupt erfüllt werden. Und zuletzt ein paar empirische Ergebnisse zur Notengebung. Beginnen wir mit einem kleinen Blick in die Geschichte. Die Frage ist ja, warum Leistungsmessung überhaupt notwendig ist. Leistungsmessung ist deshalb notwendig, weil die Idee, dass man aufgrund seiner Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft vorankommt, relativ neu ist, obwohl es schon bereits im alten China Modelle gab, bei der Beamteneinstellung Leistungstests durchzuführen. Letztlich sind es aber die Ideen der Französischen Revolution oder auch unser aktuelles Grundgesetz, das uns zur Leistungsmessung zwingt, sodass in einer Demokratie Leistungsmessung elementarer Bestandteil ist. Sehr schnell kam man dann auf die Idee, Leistung in Ziffern auszudrücken. Letztendlich wurden die Zahl der Ziffern immer wieder verändert. Eine endgültige Festlegung wurde dann 1938 vollzogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eine Vereinbarung der Kultusminister und letztlich wurde das Modell der alten Bundesrepublik dann auch für das neue Gesamtdeutschland übernommen. Hier zum Beispiel ein Zeugnis aus der DDR, das sich kaum unterscheidet von den Zeugnissen im alten Gebiet der Bundesrepublik. Warum eigentlich Noten? Noten werden geschrieben für 3 Zielgruppen, für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte und natürlich für die Eltern. Welche Funktion hat die Note für die Schülergruppe? Wir schauen uns jetzt im Folgenden diese 4 Funktionen im Einzelnen an und fragen, was das auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite, ob das auch in der Schulpraxis im Einzelnen erfüllt wird. Die erste Gruppe von Funktionen sind jedem eingängig. Nur die Besten sollen weiterkommen. Wir wissen, wo ein Schüler steht und wer eine bestimmte Note hat, darf irgendetwas tun. Viele Untersuchungen zeigen uns allerdings, dass die soziale Selektion in Deutschland sehr hoch ist, es also nicht nur auf Leistung ankommt, dass Noten sehr unspezifisch sind und dass Regelungsmechanismen wie zum Beispiel der Numerus Clausus uns zeigen, dass die Note alleine offensichtlich kein Steuerungsinstrument in unserem Schulsystem ist. Schauen wir uns als nächstes die Orientierungsfunktion an. Natürlich ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, wo sie leistungsmäßig stehen. Diese Rückmeldung ist elementarer Bestandteil der Note. Allerdings gibt es 2 große Probleme. Das erste ist, dass Noten meist auf die Klasse bezogen sind, ein Schüler also weiß, wo er sich innerhalb der Klasse befindet und nicht weiß, wo er sich innerhalb konkreter, von außen gesetzter Anforderungen befindet. Ein zweiter Punkt ist, dass die Rückmeldung sehr unspezifisch ist. Was heißt es denn, Matthias hat etwa eine 3? Das ist sehr unklar, warum Matthias keine 1 hat oder warum Matthias keine 5 hat. Die Note ist also als Rückmeldeinstrument unter pädagogischen Gesichtspunkten völlig unsinnig. Die dritte Funktion ist die sogenannte pädagogische Funktion. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass Noten Schüler motivieren zu lernen. Dies ist Unsinn. Schüler lernen nicht für Noten, sie lernen für gute Noten. Wenn ein Schüler dauerhaft negative Rückmeldung zum Leistungsstand erhält, dann motiviert dies nicht. Eine weitere Frage ist, ob eigentlich die Note tatsächlich Ziel des Lernens sein sollte. Und jeder weiß natürlich, dass genau dies nicht Ziel von Schule ist. Also die Note hat keine pädagogische Funktion und die, die man ihr zuspricht, ist falsch. Die letzte Funktion ist die sogenannte Sozialisationsfunktion. Das bedeutet hineinwachsen in die Gesellschaft und lernen, wie Gesellschaft funktioniert.
Über das Leistungsprinzip in der Schule soll dieses Bild von Gesellschaft vermittelt werden. Die Praxis ist allerdings eine andere. Jeder weiß, was es bedeutet, über gute soziale Beziehungen zu verfügen, eine Erbschaft zu bekommen oder im Lotto zu gewinnen. Also das Fortkommen in der Gesellschaft entspricht nur zum Teil der eigenen Leistungsfähigkeit. Betrachtet man nun diese vier Funktionen für die Schülerinnen und Schüler im Überblick, wird man feststellen, dass eigentlich keine der Funktionen gut erfüllt wird. Die Frage ist, warum wir dann überhaupt mit Noten arbeiten. Vielleicht sieht es ja bei den Funktionen für die Lehrkräfte besser aus. Die Idee ist, dass die Note den Lehrkräften Rückmeldung zum eigenen Unterricht gibt. Dazu ist aber die Note völlig ungeeignet. Eine saubere Analyse von Fehlern in Klassenarbeiten oder eine Befragung der Schüler und Schülerinnen über den Unterricht einer Lehrkraft ist hier zielführender. Die Lehrkräfte brauchen die Note für ihren Unterricht nicht. Tja, nun bleiben noch die Eltern. Sie sollen durch die Note erfahren, wo ihr Kind steht. Aber auch hier gilt, die Note ist unklar und unspezifisch. Letztendlich ist man dann enttäuscht, wenn das Kind auf eine andere Schule kommt und dort ganz andere Noten erhält. Eltern brauchen präzise Rückmeldung außerhalb der Note und gute Lehrkräfte machen das ja auch, weil sie selber wissen, dass die Note unklar ist. Tja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und liebe Eltern, gute Schule braucht keine Noten. Viele von Ihnen glauben, dass Noten richtig und gut sind. Die Präzision, die man sich durch die Note erhofft, die ist aber einfach nicht da. Deshalb verzichten wir doch drauf und machen es so, wie viele Schulen es schon tun, mit anderen Verfahren arbeiten. Schauen wir uns zum Ende noch ein paar empirische Ergebnisse zur Notengebung an. Eines der erfolgreichsten Bücher zu diesem Thema ist das von Karl-Heinz Ingenkamp, die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Nach diesem pädagogischen Klassiker gab es natürlich zahlreiche andere Untersuchungen, wie zum Beispiel auch PISA. Wir beginnen mit der Frage, warum es eigentlich solche Unterschiede in der Notengebungstradition einzelner Fächer gibt. Eine Kunstnote ist keineswegs mit einer Mathe-Note zu vergleichen. Sind wir deshalb alle besser in Kunst? Was soll das? Was sagt das über Notengebung aus? Nichts Gutes, denn offensichtlich sind die Bewertungsmaßstäbe sehr unterschiedlich. Aber es gibt noch andere bemerkenswerte Unterschiede, so zum Beispiel zwischen Mädchen und Jungens. Mädchen erhalten im Durchschnitt immer bessere Noten bei gleicher Intelligenz. Was machen wir in der Schule falsch? Es gibt Unterschiede zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Wer aus einer eher unteren sozialen Schicht kommt, hat weniger Chancen. Auch sind Noten nicht vergleichbar zwischen Klassen, Schulen oder Schulformen. Alles das ist relativ sinnlos. Also warum arbeiten wir noch mit Noten? Von den vielen aktuellen Untersuchungen nur ein Hinweis aus PISA. Hier hat man verglichen, welche Leistungswerte die Schülerinnen und Schüler haben und welche Noten sie dafür eigentlich bekommen hatten. Dies ist bei allen Schulformen dasselbe. Es gibt riesige Überlappungen zwischen den einzelnen Noten. Für die gleiche Leistung kann ein Schüler eine 2 oder auch eine 4 bekommen. Am Beispiel der Realschule wird dies sehr deutlich. Zum Thema Notengebung gäbe es noch vieles zu sagen. Zum Beispiel Themen wie sehen eigentlich Leistungsbewertungen bei alternativen Unterrichtsformen aus, wie Projekt, Portfolio, Lernen in Kooperation? Oder wieso haben Eltern, Lehrkräfte und auch Schüler doch zu großen Teilen noch den Eindruck, dass Noten etwas Sinnvolles sind? Was können wir dagegen tun? Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie überhaupt Schulen arbeiten, die die Note gar nicht kennen. Man denke an die meisten integrierten Gesamtschulen, an Waldorf- oder Montessori-Schulen. Wieso können die das, was ein staatliches Schulsystem in weiten Bereichen nicht zu können glaubt?